Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Mardo mit BMZ Nummer 847 und den Themen absurde Prämissen, Streitfrage Zoo und Bittsteller auf der WoW-Freundesliste. Hi Onkel, ich fahre direkt mit der Tür ins Haus. Ich habe vor kurzem den Film Man from Earth gesehen, gibt's auf Amazon, schönes Ding. In dem Film geht es darum, dass ein Mensch extrem lange gelebt hat und dies jetzt seinen Freunden, allesamt Professoren unterschiedlicher Fachbereiche an einer Universität erzählt. Er hat nur Professoren als Freunde, das ist beachtlich. Die Professoren lassen sich auf das mutmaßliche Gedankenspiel ein und überlegen, wie ein solcher scheinbar unsterblicher Mensch sich entwickeln und verhalten würde, was seine Ansichten wären, wie er den Verlauf der Zeit wahrnimmt und. Super spannend. Einer der Professoren fasst das Ganze sehr passend zusammen. Und zwar sagt er sinngemäß, wir nehmen uns eine vollkommen absurde Prämisse und bauen auf dieser logisch und realistisch auf. Ich liebe es, auf solchen absurden Ideen herumzudenken, zu überlegen, wie sich die Welt, Menschheit etc. verändern würde. Zum Beispiel, wie würde sich die Gesellschaft verändern, wenn wir als Menschheit Winterschlaf halten würden? Was für Möbel würden wir bauen? Vermutlich ziemlich bettlastig. Würde in der Zeit Schlafzeit vermehrt eingebrochen, würden Morde begangen? Ist halt die Frage, wenn alle Winterschlaf halten, dann ist ja niemand da, der einbrechen würde. Wenn nicht alle Winterschlaf gleichzeitig halten, dann kann man sich's ja aussuchen. Das ist ja nichts anderes als ein längerer Urlaub, ne? Aber gut, wir denken schon auf dieser Prämisse rum, ne? Oder ich denke da gerade auf dieser Prämisse rum. Oder Kriege ausgefochten werden, würde es die Geburtenrate verändern, die Partnerwahl beeinflussen, neue Jobs generieren. Es wäre interessant, was das für Jobs wären, wenn alle gleichzeitig Winterschlaf halten würden. Aber gut, vielleicht müsste man dann Schimpansen dressieren oder so, ich weiß es nicht. Also ich finde solche Gedanken sehr spannend, würde gerne wissen, ob du auch ab und an auf so etwas herumdenkst oder es eher albern findest. Ja, aber selbstverständlich denke ich auf sowas herum. Also gerade wenn man jemand ist, der Games zum Beispiel mag oder auch so Filmthemen, die in den Bereich Science Fiction oder Fantasy gehen, dann ist das ja quasi unausweichlich, auf sowas ein Stück weit zumindest mal gelegentlich herumzudenken. Ne? Du guckst dir so einen Zombie-Film an und überlegst dir halt als erstes, was würde ich denn machen im Falle einer Zombie-Apokalypse? Und so weiter und so fort. Und das ist ganz interessant. Ich habe irgendwo neulich mal einen Beitrag gesehen oder gelesen oder ein Video dazu gesehen, wo es darum ging, die Entwicklung der Intelligenz der Menschen. Und dass Menschen heutzutage viel mehr in der Lage sind, abstrakt zu denken. Und was eines der Dinge ist, die heutzutage zum Beispiel bei Intelligenztests eine Rolle spielen. Und dass man halt sagt, dass die Menschen früher zwar weniger intelligent waren als heute, aber einer der Gründe dafür darin liegt, dass sie dieses abstrakte Denkvermögen überhaupt nie kultiviert haben, weil es für sie absurd war. Mit anderen Worten, der Jäger vor einigen hundert, also da gab es vermutlich noch keine Intelligenz, deshalb würden wir uns den jetzt nehmen von vor einigen hundert oder sogar tausend Jahren, dem würdest du sagen, pass mal auf, was wäre, wenn alles Wild, das du jagst oder alle Tiere, die du jagst, unverwundbar wären? Und das ist so ein Ding, auf dem er nicht herumdenken kann oder muss, er würde sagen, da sind sie aber nicht. Auch so eine Antwort, die man sehr, sehr häufig bekommt, ne, wenn man auf solchen Problemen herumdenkt und sagt, was wäre, wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Und als Antwort halt bekommt, ist aber nicht so. Und ich finde das super spannend, sich zu überlegen, aber was wäre, wenn? Weil manchmal, in ganz, ganz seltenen Fällen, die Situation eintreten kann, dass diese Denkweise unmittelbar richtig und wichtig ist. Ich kann mich daran erinnern, als eines der größten Probleme der Welt noch das Ozonloch war, haben wir auch lange nichts mehr von gehört, ne? Ist einer der Gründe, warum das relativ spät entdeckt wurde, dass bestimmte Messwerte einfach als Fehlmessung interpretiert wurden. Dass man halt gesagt hat, unsere Messwerte liegen im Bereich, keine Ahnung was, ich werfe jetzt irgendwelche random Zahlen in den Raum, von 0 bis 1000. Und damit sagt, wenn irgendwas unter 0 oder über 1000 kommt, ist das eine Fehlmessung. Können wir auch mal nehmen für Menschengröße. Die Größe eines erwachsenen Menschen ist, sagen wir mal, zwischen, keine Ahnung was, 50 Zentimeter Höhe oder so. Und na, der Größte, den es gab, war 2,76 Meter und 3 Meter oder so. Ganz grob, 2,76, glaube ich, war der Größte, den es jemals gab. Oder 74, 73, irgendwas um den Dreh rum. Irre, ne? Aber gut. Und dann sagst du, dann war unsere Messung in diesem Fall falsch. Aber was wäre, wenn du jetzt plötzlich
regelmäßig solche Messungen bekommst, naja gut, wenn du solche Messungen bei Menschen bekommst, dann ist ja meistens ein anderer Mensch da, der es gemessen hat. Aber nehmen wir mal an, würde irgendwo automatisiert gemessen werden. Nehmen wir an, du hättest jetzt irgendeine Insel, auf der würde man plötzlich sagen, da werden ständig Menschen über 3 Meter gemessen. Dann ist die Frage, ist die Messung falsch oder sind die wirklich Riesen? Und dieses Gedankenspiel dann zu sagen, was wäre, wenn die Messung nicht falsch ist? Natürlich werden wir immer sagen, ja, üblich, wahrscheinlich ist die Messung dann falsch. Ne? Wir werden jetzt keine große Menge von Leuten haben, die über 3 Meter groß ist. Aber was wäre, wenn nicht? Und das kann sehr interessant sein. Und wie gesagt, bei diesem Ozonloch war das so eine Geschichte, dass man gesagt hat, die Messwerte, die können eigentlich nicht sein, da haben wir uns vermessen. Aber was wenn? Und die Antwort lautet, wenn dem wirklich so wäre und die Messungen korrekt sind, haben wir ein riesengroßes Problem. Und also selbst in der praktischen Anwendung ist das manchmal extrem wichtig. Ich habe zum Beispiel eine Situation gehabt, die hat mich wahnsinnig gemacht. Und das war keine so absurde Prämisse. Ich habe einen Fernseher gehabt damals und es war ich wollte gerade sagen, nicht Röhrenfernseher, sondern Rückprojektion. Gibt es heutzutage gar nicht mehr, wird überhaupt nicht mehr gebaut. Aber die waren ein bisschen größer als die Röhrenfernseher, deutlich leichter und haben ein relativ großes Bild gehabt für damalige Verhältnisse. Bei den Röhrenfernsehern war das so, dass deren maximale Bilddiagonale, lass mich nicht lügen, die war so um die 80 Zentimeter oder so. Also viel mehr ging damit nicht. Und mit den Rückprojektionsdingern kam man ein bisschen drüber, ne, weil es im Prinzip eine Projektortechnik war. Also ich hatte irgendwie 1,20 Meter oder so Bilddiagonale mit dem Fernseher, wie dem auch sei. Habe ich mir gekauft, war ein teures Gerät und ist irgendwann kaputt gegangen. Es roch irgendwie ganz komisch, ne? Und dann habe ich irgendwie festgestellt, irgendwas riecht hier verbrannt, ne? Und dann habe ich festgestellt, das ist irgendwie ein kleiner Brand im Fernseher, ein Kabelbrand oder so. Dann habe ich meinen Mitbewohner gerufen, Jens, und das war wirklich nur so ein kleines Ding, es war jetzt kein Feuer. Wir haben das Ding in die Küche geschleppt, den Fernseher, und waren halt bereit, natürlich vom Strom abgeschlossen, ich war halt bereit, zur Not halt Wasser drüber zu kippen, bevor uns das Ding mit der Wohnung abfackelt. Ist aber von selbst ausgegangen. Ne? Dann habe ich mit dem Fernsehdienst telefoniert und habe dem halt das Problem geschildert und habe gesagt, ja, dann gab es einen kleinen Brand und man konnte durch die Rückwand, da waren so Löcher drin, konntest du halt sehen, dass da so eine kleine Flamme drin ist. So wie wenn ihr so ein Gasdurchlauferhitzer hat, die haben ja auch manchmal so eine kleine Flamme oder immer sogar, ich weiß es gar nicht. Ne? So eine kleine Flamme drin. Und ich sagte, da war ein kleiner Brand drin. Er meinte, das kann nicht bei den modernen Geräten. So, ja, mag sein, aber es war halt so. Nee, das geht heutzutage gar nicht. Ich so, okay, aber ungeachtet der Tatsache, dass es nicht geht, war es so. Ich habe das gesehen, mein Mitbewohner hat das gesehen, wir haben uns nichts eingebildet. Naja, wie gesagt, das geht nicht. Und ich bin fast wahnsinnig geworden. Ich habe ihm eine Situation geschildert, die faktisch der Fall war und er hat sich einfach geweigert zu akzeptieren, dass das passiert ist, so wie ich es beschrieben habe. Und das bei einer Allerweltsgeschichte. Stellt euch mal vor, oder stell dir mal vor, wie verrückt es wäre mit einem Menschen, der so reagiert, über so theoretische Dinge zu sprechen wie unendlich lebende Menschen oder so. Ich finde das super spannend. Ich finde, das ist ein super mega spannendes Thema. Und ich denke da viel hin und her, weil das ja sehr, 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 sehr häufig bei Filmen oder Spielen so eine Prämisse ist. Ja, bei Fallout zum Beispiel gab es den nuklearen Krieg und dann das Inferno und die Welt baut sich langsam wieder auf. Da habe ich mich zum Beispiel gewundert, warum in 200 Jahren noch niemand auf die Idee gekommen ist, mal mehr als Bretterhütten aufzubauen oder kaum jemand auf die Idee gekommen ist. Oder warum die Leute halt keine Glasscheibe in Ordnung bringen können, sondern alles zerbrochen ist. Die Antwort ist, weil es stylisch aussieht und nicht, weil es tatsächlich so wäre. Andere Dinge wiederum funktionieren da relativ gut, die Entwickler sich gedacht haben. Zum Beispiel bei New Vegas sieht man das ganz gut, dass sie sich halt Gedanken darüber gemacht haben, wie würden sich die Leute arrangieren. Woher bekommen sie Wasser? Woher bekommen sie Nahrung? Wo kommen sie unter? Woher bekommen sie Schutz? Und all das sieht man dort, ne? Es gibt dort irgendwie die Raider, die halt irgendwie die Leute überfallen und denen Sachen abnehmen. Und dann gibt es aber kleine Ansammlungen oder größere Ansammlungen von Leuten, sehr häufig in irgendeiner Form mit irgendeiner Art von Schutz, ob nun eigene Bewaffnung oder sogar innerhalb von irgendeinem eingezäunten Bereich. Es gibt sogar einige Quests, die mit der Wassersuche oder mit dem Wasser zu tun haben. Und natürlich Nahrung gibt es auch irgendwie überall, bis hin zu Fallout 4, wo man sogar selber Nahrung anbaut. Und das finde ich halt spannend. Oder bei The Purge zum Beispiel, das ist halt auch so eine ganz verrückte Prämisse, dass man einen Tag lang kein Gesetz gilt. Und man sich halt fragt, was würde ich denn in der Zeit machen? Würde ich das Gesetz brechen oder hätte ich Angst, dass es dann einfach ein Jahr später oder in derselben Nacht noch die entsprechende Vergeltung gibt? Frage ist also, würde sich wirklich so viel ändern?
Oder nicht. Sowas gibt es ständig und ich find das mega interessant. Also in vielen Fällen mega interessant, bei so ganz abstrusen und ganz absurden Prämissen. Aber manchmal sind so andere Dinge, so naheliegendere, auch durchaus etwas, worauf man so ein bisschen rumdenken kann. Also zusammengefasst, ich halte das insgesamt für ein sehr, sehr spannendes Thema und für eine sehr wichtige Eigenschaft. Also mir macht das Spaß, mich mit Leuten zu unterhalten, die bereit sind, auch auf sowas mal herumzudenken. Nicht bei jedem Thema, aber es gibt halt so spannende Ideen und ich finde es immer total öde und langweilig, wenn man halt sagt, so, weißt du, du bist auf einer Party und sagst so, was würdest du machen, wenn jetzt gerade die Zombie-Apokalypse ausbricht? Und dann Leute nur sagen wie, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, wird sie schon nicht oder so. Ups, ich hatte mich zwischendurch gemutet. So. Das zu diesem Thema. Also sehr, sehr interessantes Ding. Und überleg gerade, ich glaube, es kann sogar gut sein, dass wir mal das ein oder andere Mal Fragen in die Richtung hatten. Zum Beispiel, was würdest du machen, wenn du Superkraft XY hast oder so? Sind ja so Fragen. Oder was würdest du machen, wenn du beliebig viel Geld hättest oder so? Das sind immer wieder so Fragen, die ja auch gelegentlich mal vorkommen oder die sich einer mal stellt. Hallo Barlo, da du ja laut eigener Aussage immer neue Fragen findest, ich finde das schön, dass du sagst, laut eigener Aussage, das klingt so, als stünde das in Zweifel, ob ich neue Fragen fürs BNZ brauche, bei einem Format, das ausschließlich davon lebt, dass ich Fragen beantworte. Aber gut, es geht aber um ein Thema, das mich schon länger beschäftigt und zu dem ich gerne deine Meinung hören würde, die Streitfrage Zoo. Infolge des Brandes im Affenhaus des Krefelder Zoos wurde in einigen Zeitungen, aber auch in, das war ja ganz schlimm, ne? Also die Leute, die das zu verantworten hatten, die taten mir besonders leid, weil die sich, glaube ich, noch dachten, wir machen mal was Gutes und böllern nicht wild in der Gegend rum, gerade in der Nähe des Affenhauses. Und was machen sie? Unwissend kaufen sie sich, aus welchem Grunde Dinge auch immer in Deutschland verkauft und verschickt werden, nicht zugelassene fliegende Brandsätze. Naja, gut, anderes Thema. Also auf das wir jetzt an der Stelle nicht weiter eingehen müssen. Die Existenz zoologischer Gärten in Frage stellen, also auf anderen Kanälen und Stimmen laut. Bei diesen Kommentaren geht es meist gar nicht mehr um das Unglück als solches, sondern darum, ob es mit einem besseren Brandschutz oder frei zugänglichen Außengehegen hätte verhindert bzw. begrenzt werden können, sondern es wird vielmehr der Schluss gezogen, dass es ohne die Tierhaltung in Zoos nicht zu dem verheerenden Brand hätte kommen können. Es hätte schon zu einem verheerenden Brand kommen können, ob dann in dem Fall Gorillas darunter gelitten hätten oder ob da ein Wohnhaus gestanden hätte. Das ist dann halt wieder ne diese spekulative Frage. Aber das ist halt immer so eine Milchmädchenrechnung, ne? Das kannst halt immer auch sagen, so, keine Ahnung was, irgendjemand hatte einen Unfall und du sagst, ja, wenn wir gar nicht Auto fahren dürften, dann hätte es auch keinen Unfall gegeben. Ja, stimmt. Oder wenn du sagen würdest, wenn wir von den Leuten verbieten würden, am 30.12. Auto zu fahren, weil der Unfall am 30.12. gewesen wäre. Das stimmt, aber das ist eine sehr, sehr präzise und grundsätzlich relativ unpraktische Weise Art und Weise an so ein Problem heranzugehen. Weil es ja grundsätzlich nicht dadurch aus der Welt geschafft wird. Also, dass es einen Brand gibt, bei dem viele Leute oder viel zu Schaden kommt, was auch immer. Wenn da ein Pferdestall gewesen wäre, dann wären es vielleicht Pferde gewesen. Oder man sagt, es gibt überhaupt keine Tiere mehr. Das weiß ich ja nicht. Oder keine Tierhaltung mehr. Gibt es ja auch einige, die das fordern. Das ist natürlich insoweit richtig, als dass, wenn an der Stelle, an der die Laternen niedergingen, kein Zoo gewesen wäre, diese auch nicht hätte Feuer fangen können. Trotzdem empfinde ich diese Art der Diskussion als nicht problemorientiert. Nicht lösungsorientiert vor allen Dingen. Es wirkt vielmehr so, als suche man einen Aufhänger, um eine andere, viel radikalere Agenda zu pushen. Ja, natürlich. Also das wirkt nicht nur so, das ist ja so. Ist ja offensichtlich so, dass derjenige das oder der oder diejenige halt sagt, ich bin der Meinung, dass generell eine Tierhaltung falsch ist und deswegen nutze ich das jetzt als Aufhänger, darauf aufmerksam zu machen, dass ich allgemein die Tierhaltung in Zoos als falsch erachte. Muss man sich halt fragen, wo die entsprechenden Tiere und ob sie überhaupt irgendwo gelebt hätten und was dann der Effekt gewesen wäre. Denn diese Logik, die wir jetzt anwenden, ist halt so, als würdest du sagen, ein Tier wird in der Freiheit, keine Ahnung was, vom Blitz getroffen und dann sagst du, ja, wäre es in einem Zoo gewesen, in einem Gebäude mit Blitzableiter, wäre ihm nichts passiert. Das ist halt genauso so blödsinnig, ne? Diese Logik so anzuwenden, so konkret.
Mich selbst verbindet mit den Zoos so etwas wie Hassliebe. Ich bin als Kind regelmäßig von meinen Eltern mit den Zoos genommen worden und war auch immer sehr tierbegeistert. Natürlich beginnt man, wenn man älter wird, bestimmte Dinge zu hinterfragen. Insbesondere die Haltung von Meeressäugern und Menschenaffen halte ich für problematisch. Warum? Also bei Meeressäugern kann ich es noch verstehen, weil du einfach Riesenmengen an Platz brauchst für diese unglaublich großen Tiere. Aber bei Menschenaffen im Speziellen, was unterscheidet jetzt Menschenaffen von zum Beispiel Großkatzen? Nicht so extrem viel, vermutlich sogar, also bei Großkatzen, die nicht mal mehr ihrem normalen Leben, sprich Jagen und so nachgehen können, würde ich denken, dass sie noch viel mehr eingeschränkt sind gegenüber ihrer üblichen Art und Weise zu leben. Ich bin selber überzeugter Vegetarier, aber das Maß, in dem manche Zoogegner die Tiere vermenschlichen, halte ich für der Sache nicht dienlich. Insbesondere das oft genannte Argument, die Tiere leiden darunter, nicht frei zu sein, scheint mir etwas naiv zu sein. Das Konzept Freiheit ist meiner Meinung nach so abstrakt, dass die meisten Tiere sich dessen nicht bewusst sein können. Ja, das sehe ich genauso. Also das Problem Freiheit oder Nicht-Freiheit ist eins, das wir haben in erster Linie. Aber was die vermutlich ich halte den jetzt mal zugunsten, zugute, so, nicht zugunsten. Ich halte den jetzt mal zugute, dass die eigentlich nicht wirklich Freiheit meinen, sondern den extrem stark beschränkten Lebensraum, der so stark beschränkt ist, dass die eigentlich nichts, was ihrem natürlichen Leben entspricht, mehr nachgehen können. Das ist vermutlich damit gemeint. Dass es gibt halt Tierarten, für die das keine riesengroße Rolle spielt, vermutlich, weil die sich auf einem sehr kleinen Gebiet wohlfühlen, beziehungsweise wenn sie die Wahl hätten, auch bleiben würden, wenn sie die Wahl und Futter hätten. Und dann gibt es halt Tiere, denen das vermutlich überhaupt nicht in den Sinn kommen würde, ja, welche die halt Tausende von Kilometern regelmäßig zurücklegen. Wobei sie es manchmal auch nur deshalb tun, weil sie es müssen, ne, weil sie Nahrung bekommen müssen. Freiheit. Ein Zebra fängt nicht an, über seine Persönlichkeitsrechte nachzudenken, um dann festzustellen, dass es keine Freizügigkeit im Sinne des Grundgesetzes besitzt. Überspitzt formuliert, ich weiß. Jo. Es mag einen Bewegungsdrang haben, dem man gerecht werden muss und ähnliches, aber solche Formulierungen wie Freiheit tragen nicht zur Versachlichung der Debatte bei. Eine differenzierte Betrachtung in Bezug auf die verschiedenen Tierarten und auch Haltungsbedingungen ist es, was mir bei der Berichterstattung am meisten fehlt. Ich würde normalerweise noch auf den Beitrag zum Artenschutz der Zoos, Hawaii-Gans, David-Hirsch und solche Beispiele eingehen, aber der Kommentar sprengt ja jetzt schon den Rahmen. Aber das ist eigentlich der interessanteste Teil davon, weil das eines der wenigen Dinge ist, die man Zoos relativ uneingeschränkt zugutehalten kann. Relativ uneingeschränkt. Oder man überhaupt zugute halten kann, zunächst mal. Ich würde mich sehr über deine Meinung zu diesem Thema freuen. Ansonsten gute Besserung. Gruß von jemandem, der früher regelmäßig gegen Skifahren im Handball verloren hat. Es ist ein interessantes Thema, aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich, was Zoos betrifft, auch irgendwie vermutlich seit 30 Jahren in keinem Zoo mehr drin war. Und mit Ausnahme von so Extremfällen, wo man über bestimmte Dinge hört, die mit einem Zoo in Verbindung stehen, wie jetzt zum Beispiel den Brand im Affenhaus, halt auch sonst nicht so extrem viel von Zoos mitbekomme. Soweit ich weiß, sind wir in Deutschland noch in der Situation, dass wir so eine gute Kontrolle und Tierschutzgesetze haben, dass die Tiere zumindest nicht extrem misshandelt werden oder extrem unartgerecht behandelt werden, sagen wir das so, im Gegensatz zu anderen Ländern möglicherweise. Aber das war's auch. Dann habe ich habe Blackfish, hieß der Blackfish? Ich glaube schon. Diese Dokumentation über SeaWorld war es, glaube ich. Und die Orcas, die dort gehalten werden und die ganzen Probleme, die halt haben. Und das ist es auch schon. Ansonsten verlässt man sich dann meistens auf Erzählungen von anderen und da stellt sich halt die Frage, gibt es überhaupt viele neutrale Berichterstattungen dazu? Das ist immer so ein Problem, ne? Das ist so dieser Publication-Bias. Würde jemand Artikel schreiben, wo er sagt, im Großen und Ganzen ist die Haltung von Tieren in Ordnung in Zoos? Würden das Leute lesen? Wahrscheinlich nicht. Was die Leute lesen wollen oder sich anschauen, ist, siehe ich, als ich Blackfish geschaut habe, wenn es halt eher in den Bereich Skandale geht, sowohl bei der Haltung als auch bei den Auswirkungen. Das ist halt eines dieser großen Probleme. Aber vielleicht gibt es Leute unter euch, die sich da deutlich besser auskennen und die da mehr zu beitragen. Ich kann verstehen, dass man sagt, dass man Tierhaltung grundsätzlich als zumindest potenziell problematisch betrachtet, wenn man halt sagt, es gibt keine Möglichkeiten, diese Tiere auch nur ansatzweise artgerecht zu halten. Und dann kann ich aber auch verstehen, dass man sagt, dass das Arterhaltungs,
oder die Art Erhaltung, die ja unter anderem möglich ist in Zoos, hat auch einen gewissen Wert, weil wir ansonsten von bestimmten Tieren weniger Exemplare hätten. Zum Teil ja irgendwie dann die Nachkommen ausgebildet werden können, zumindest in der Theorie, weiß ich nicht, ob es in der Praxis auch gemacht wird. Ich weiß ja nicht, wie es mit Tieren ist, die in der x-ten Generation in Zoos leben, gerade bei Räubern, bei Raubtieren, ob die überhaupt noch in der Lage wären, ausgebildet zu werden. Oder ob das dann nicht mehr möglich ist. Wie schnell die sich anpassen können, das sind alles interessante Fragen. Gebe ich zu einem Teil mal weiter. Ich kann deine... Also ich kann grundsätzlich verstehen, dass es da verschiedene Ansichten zu gibt, ohne mich jetzt extrem auf eine Seite schlagen zu wollen. Ich glaube, man kann es natürlich irgendwie immer so ein bisschen übertreiben, wenn man halt so tut, als wäre zum Beispiel einem Tier das Gefühl der individuellen Freiheit so wichtig, dass man darauf achten muss. Ich glaube, das ist etwas übertrieben, aber auf der anderen Seite zu sagen, bestimmte Tierarten, wenn wir sie halten, können wir so derart nicht artgerecht halten, dass wir uns fragen müssen, ob wir sie überhaupt halten sollten. Und da die großen Meerestiere, vor allem die großen Meeressäuger, sind da, glaube ich, gute Beispiele. Bei anderen kann ich mir vorstellen, dass es für die der Himmel auf Erden ist, einen Platz zu haben, wo sie in Ruhe sind, wo sie im Zweifelsfalle sogar noch Partner zur Fortpflanzung haben und wo sie sich weder um Futter kümmern müssen, noch Angst vor Fressfeinden haben müssen. Ne, das ist halt auch so eine Situation, wo man sich sagen kann, vermutlich das ein oder andere Tier, wenn es sich das aussuchen könnte, würde sofort mit dem Finger schnipsen und sagen, jo, bin ich dabei. Das ist ja so eine Situation, wo man zum Beispiel den Hunden nachsagt, dass sich quasi die Gattungen Hund und Mensch so ein bisschen aufeinander zuentwickelt haben. Und das grundsätzlich mal, abgesehen von diversen Fehlzüchtungen, nenne ich es jetzt mal, etwas ist, was ja durchaus auch im Bereich des Vorteils für das Tier liegt. Hallo Bardo. Erstmal eine Riesenportion Genesung. Dankeschön, kann ich gut gebrauchen. Das kann man gar nicht oft genug wünschen. Das stimmt. Leider, aber naja, wir machen das Beste draus. Nun habe ich eine Geschichte, die mir soeben passiert ist und von der ich immer noch verstört bin. Also dachte ich, ich teile sie mal mit dir. Vielleicht hast du ja mal eine Erfahrung mit sowas gemacht und kannst was dazu sagen. Letztens habe ich eine Uldier Achievement Run Gruppe gestartet. Und darunter war eine Person, nennen wir ihn Mark. Mark mit K, okay. Mark kannte die meisten Erfolge und hat mir auch geholfen, Strategien für die Erfolge zu planen. Wollte aber selbst nie Aufgaben übernehmen. Ich finde das schön, wie du ins Detail gehst, was nachher überhaupt nichts mit der eigentlichen Geschichte zu tun hat. Das ist so eine kleine Ablenkung. War nicht weiter wild, wir kamen gut durch und er hat mich am Ende noch geedit und meinte, falls ich mal Bock auf Mythic Plus habe. Eigentlich mag ich Battle.net-Freunde nur aus dem Real Life annehmen, aber ich dachte, das ist krass, also noch nicht mal ich mache das und bei mir ist die Freundesliste immer hart am Anschlag voll zu sein. Ich habe da immer Leute drauf aufgenommen, mit denen ich sehr gerne zusammengespielt habe, in erster Linie. Im Gegenteil, es gibt manchmal so Real Life Battle.net-Freunde, die ich ganz und gar nicht gerne da drauf habe. Aber gut, ist ein anderer Punkt. So viele davon gibt es auch nicht. Circa 2 Wochen später, in Klammern heute, wurde ich angewispert und kopiere nun einfach mal den Chat, damit mir nachher keiner nachsagt, ich hätte das erfunden. Na gut, du kannst es auch kopiert und erfunden. Also ne, wer beweist mir, dass es tatsächlich kopiert ist und nicht einfach erfunden? Ich kopiere auch mal einen Chat, der ist auch nicht frei erfunden. Zwar folgendes. Papst. Hey Bardo, wie geht's dir, alte Socke? Wieder im WoW zocken? Ich, hey Papst, wie geht's dir so? Papst, hey, alles fit im Schritt? Ich so, yo. Hab ich kopiert, ne? Nicht, dass einer sagt, ich hätte das frei erfunden. So, also, Marc, hi, na, alles fit? Sorry, dass ich störe, aber hast du eventuell für mich ein wenig Gold, damit ich mir eine Ingame-Spielmarke kaufen kann? Du würdest mir echt den Arsch retten. Wollte es einfach ignorieren, dachte, der traut sich eh nicht, so eine Frage zweimal zu stellen, die in meinen Augen ziemlich dreist ist. Ich bin gerade über. Machen wir am Ende meine Gedanken dazu. Darauf folgendes. Marc, da, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Alter Vater, bei mir schwillt ja schon die Halsschlagader und ich krieg so ein Zucken im Auge. Ich, ja. Mark A. hast gelesen, du, wenn es nicht kannst, K, brauche halt 150.000, damit ich mir die holen kann. Wie viel kostet die? Das ist mehr als die Hälfte, ne, was ihm noch für die Marke fehlt.
Du würdest es auch zurückbekommen. Immerhin. Also, hey, du würdest es auch zurückbekommen. Hallo? Immerhin sagt er nicht, er möchte sie geschenkt haben. Finde ich okay. Also, weiß gar nicht, was du hast. Ich? Hä? Du kannst doch nicht einfach Leute, die du gar nicht richtig kennst, bei Leuten, die du nicht richtig kennst, Gold schnorren. Mark hat nichts mit Kennen zu tun. Was? Wie? Okay. Ich meine, natürlich hat es nichts mit Kennen zu tun, dass er fragt, aber wir haben schon zusammen gezockt. Ach nee, Moment. Also quasi erstens, hat nichts mit Ken zu tun. Zweitens, haben wir schon gezockt miteinander. Drittens, hat das nichts mit Schnorren zu tun. Eher um Hilfe. Ich gebe dir das doch auch zurück. Aber schön zu wissen, dass du nicht von der hilfsbedürftigen Gemeinschaft bist. Du bist nicht von der hilfsbereiten, meint er bestimmt, ne? Du bist nicht von der hilfsbereiten Gemeinschaft. Nicht der Hilfsbedürftige. Er ist ja der Hilfsbedürftige. Hau rein, why habe ich so Idioten eigentlich noch Idioten noch auf meiner Liste und tschüss, denk mal drüber nach. Aber scheinst auch nicht der hellste und netteste auf der Torte zu sein. Peace. Idioten eigentlich auf der Friendslist. Peace. Ich hoffe, dir hilft auch niemand weiter, wenn du Hilfe brauchst. Peace. Was für geile Sätze halt auch. Beleidige und danach Peace schreiben. Weißt du aber, was Peace bedeutet? Ich hoffe, du stirbst beim Kacken. Peace. Als Peace werde ich demnächst auch immer als das nehme ich jetzt demnächst als anstelle von Punkt bei einem Satz oder anstelle von Ausrufezeichen, wenn ich sauer bin. Peace. Also du fragst jemanden um Hilfe und wenn sie dir nicht helfen, beleidigst du sie. Klar haben wir mal zusammen gespielt, aber wenn du mal einen Abend mit jemandem Karten spielst, leist ihm doch auch nicht einfach 50 Euro, nur weil er sich ein neues Auto kaufen will. Marc, erstens, es war keine Beleidigung. Moment, können wir noch mal kurz zitieren? Warte mal. Ist nicht von der Hilfe. Wieso habe ich so Idioten auf meiner Liste? Und tschüss, denk drüber nach. Du bist nicht der hellste und netteste auf der Torte. Peace, Idioten. Also zweimal Idiot, einmal nicht der hellste und nicht der netteste. Alles keine Beleidigung, laut Marc. Gut. Obwohl natürlich, also streng genommen, wenn er sagt, du bist nicht der hellste und nicht der netteste, heißt es ja streng genommen nur, dass du halt einfach nicht der netteste Mensch auf der Welt ist. Wenn er sagt, du bist der zweitnetteste, meine Oma ist nämlich der netteste Mensch, und du bist der zweithellste, weil Einstein der hellste Mensch auf der Welt war, dann wäre das ja keine Beleidigung. Aber das mit dem Idioten, das wage ich zu bezweifeln. Und wir wissen natürlich auch, dass die anderen Sätze nicht so gemeint waren, wie ich jetzt gerade interpretiert habe. Okay, also war keine Beleidigung. Zweitens, why schreibst du mich noch an? Er spackt dich an, du antwortest und dann schreibt er dir, warum antwortest du mir eigentlich noch? Drittens, lass gut sein, brauche deine Almosen nicht. Doch, die brauchst du. Du hast doch gerade darum gebeten und gesagt, dass du ansonsten dir die Marke nicht holen kannst, du Eumel. Und auf sowas kann ich gut verzichten. Viertens, komm du erstmal richtig klar, Dude. Du nervst gewaltig rum. Bullshit, ärmste, was ich je gelesen habe. Alter, wie alt bist du? Was? Das. Wie geil ist das denn? Ja, komm mal richtig klar, dass du mir hier keine Kohle leihst. Wie alt bist du eigentlich? Das musst du mal im Real Life versuchen. Ich bist ein Troll oder beim Senden ihrer Nachricht an Punkt ist ein Fehler aufgetreten. Ende des Chats. Also, stell das mal im Real Life vor. Hast du mal 50 Euro? Ich würde mir ganz gerne, keine Ahnung was, ich würde mir ganz gerne neue Kopfhörer kaufen. Was, wir haben nur einmal zusammen gezockt? Ey, komm mal klar, wie alt bist du eigentlich? Warum antwortest du mir nochmal? Ich brauch das ja auch gar nicht. Es wundert mich nur, dass er nicht noch gesagt hat, warum hast du mich überhaupt angeschrieben, wenn du kein Gold hast? Ja, interessant. Sehr, sehr interessant. Habe ich noch nicht erwähnt. Ich habe gerade, glaube ich, wann war das? Gestern oder vorgestern? Nee, ein bisschen länger her. Vorm Wochenende war es, glaube ich. Einem Mitglied der Gilde, in die ich jetzt so spaßeshalber, ich bin bei Crafts Gilde gejoint, da habe ich auch einem das Geld für eine Marke geliehen. Bin mal gespannt, ob ich das wiederbekomme. Ich habe mir allerdings auch nicht gemerkt, wie er oder sie heißt, aber ich denke mir, ich bin ja ein positiv denkender Mensch. Ich denke mir, ich werde mir das ja auch nicht merken müssen, wie er heißt, weil ich jemanden ja nicht daran erinnern muss, dass er mir noch 300.000 Gold schon, Entschuldigung, oder 270, keine Ahnung, wie viel die Marke da gerade war. Denn wenn man sich das leiht, weil man sonst nicht spielen kann und jemand das einem gibt, dann ist man ja selber derjenige, der sich darüber freut und von daher das freiwillig zurückgibt mit einem Dankeschön. Nehme ich an. Bin ich ganz fest von überzeugt. Das wird bestimmt passieren. Ja.
sehr, sehr interessant. Ich bin halt am Überlegen, wie viele andere Leute er noch gefragt hat und ob du der Erste auf seiner Liste warst, den er gefragt hat. Das Allerkrasseste finde ich allerdings, dass er das Selbstverständnis hat, dass jemand, mit dem er einen Abend zusammengezockt hat, ihm quasi den, was ist das für ein Gegenwert? Wenn man es kaufen würde, zahlt man 20 Euro ungefähr, ne, für das Gold als Marke. Also ungefähr 10 Euro, ganz grob, wenn man es quasi mit Bargeld bezahlen würde, das Gold. Der umgekehrte Fall ist weniger, das ist klar, ne? Aber ja, so ungefähr, um so den Gegenwert von 10 Euro zu erwarten von jemandem, mit dem er einmal an einem Abend gezockt und halt ein bisschen gequatscht hat. Ich frage mich, ob du die Nummer 1 warst in der Liste oder ob du einfach einer von mehreren warst, die er angeschrieben hat, weil wenn ja, dann hätte er das ja vermutlich erwähnt. Irgendwie, sonst hat keiner Zeit, sonst hat keiner Geld oder irgendwas in der Art, hätte er doch vermutlich geschrieben, ne? Was mich halt glauben lässt, dass du möglicherweise sogar die beste Wahl bei ihm warst. Oder er sich denkt, es ist eigentlich Jacke wie Hose, jeder, der auf meiner Friendslist ist, den kann ich sowas fragen. Ich bin immer wieder überrascht, wenn Leute ein Spiel sehr, sehr gerne spielen wie WoW und kein Geld haben, das zu spielen, was ich nicht schlimm finde. Ich finde es absolut nicht schlimm, wenn jemand kein Geld dafür hat, das Spiel zu spielen. Das möchte ich keinem zum Vorwurf machen. Wie gesagt, ich kenne die Situation, dass das Geld knapp ist und dass man sich es vielleicht nicht leisten kann. Grundsätzlich finde ich es auch nicht schlimm, jemanden zu fragen. Wobei ich mir halt denke, wenn das Geld so knapp ist und auch das Gold so knapp ist, dass ich es darüber nicht finanzieren kann, dann wäre für mich persönlich die oberste Prämisse beim WoW-Spielen, dass ich jeden Monat das Gold für eine neue Marke zusammenbekomme. Denn ansonsten kann ich halt nicht weiterspielen. Das wäre das allererste, was ich jeden Monat sicherstellen würde. Und vermutlich würde ich versuchen, es sicherzustellen für mehr als nur einen Monat. Und danach kommt dann der Spaß, sowas wie Achievement-Farm-Runs und so ein Kram. Ich finde es grundsätzlich auch nicht schlimm, jemanden zu fragen, ob er aushelfen kann. Nur würde ich halt versuchen, das mit Leuten zu machen, die davon ausgehen können, dass sie mir trauen können. Ansonsten bringst du halt den anderen Menschen in eine sehr unangenehme Situation. Es ist halt ein großer Unterschied, ob meine Schwester mich fragt, die übrigens jetzt am Wochenende da war, deswegen komme ich gerade auf Schwester, die am Wochenende zu Besuch war, weswegen das heutige Video auch ein bisschen später ist als sonst die BMZ. Also, wenn meine Schwester mich fragt, kannst du mir 100 Euro leihen, die kriegst du am Montag wieder oder, keine Ahnung, nächsten Freitag wieder oder so. Oder ob jemand, mit dem ich einmal zusammen beim Fußball gewesen bin und Nummern ausgetauscht habe, mir sagt, kannst du mir mal 100 Euro leihen, die kriegst du wieder. Natürlich könnte ich es in der Theorie beiden leihen. Oder sagen wir es mal so, wenn ich es grundsätzlich leihen kann, könnte ich es in der Theorie beiden leihen. Ich bringe halt nur denjenigen in eine sehr unangenehme Situation, der noch nicht abschätzen kann, wie vertrauenswürdig meine Frage ist. Und das ist dir ja gerade passiert, dass du halt sagst, wir kennen uns halt gar nicht und ich kann halt wirklich nicht abschätzen, ob ich dir den doch relativ, eine relativ solide Goldsumme ist das ja schon, ne? Das ist ja jetzt nicht nichts. Es ist jetzt nicht, dass jemand sagt, hast du mal, keine Ahnung was, 100 Gold, damit ich mir reiten und eine Tasche kaufen kann oder so. Wo ich sage, okay, das ist etwas, das würde ich instant jemandem geben, mit dem ich mal einen Abend zusammengezockt habe. Sondern es ist ja schon eine signifikante Summe, wo man sich schon ärgern würde, wenn man sie nicht mehr hat. Ich habe zum Beispiel auf dem neuen Server, also mein neuer alter Server Erida, hätte ich noch nicht mal so viel Gold im Augenblick, 150.000. Und von daher ist es halt krass, wie wenig selbstreflektiert dieser Mensch ist, dass er zum einen nicht erkennt, in welche Bedrängnis er dich bringt, also in welche schwierige Situation er dich bringt, und dann dieses, also überhaupt nicht selbst reflektiert zu sein, als er auf die übelste Art und Weise dich beleidigt und rumzickt und ausrastet und vor allen Dingen dann selber noch sagt, wie alt bist du eigentlich? Also ne, er selbst sagt, wobei ich mir oft denke, bei gewissen Arten von Verhaltensweisen ist das so ein bisschen der Spiegel, ne? Dass derjenige sich denkt, was mich sehr stark treffen würde, wäre beleidigt zu werden, dass ich ein Kind sei oder so. Demzufolge ist das meine Nummer 1 Beleidigung gegenüber einem anderen. Umgekehrt, in meinem Alter ist das so, da freut man sich darüber, wenn einem jemand sagt, wie alt bist du eigentlich? Oh, 45, wieso? Ja, krass. Es tut mir ein bisschen leid, dass dir sowas passiert ist, weil aus der Nummer kommst du halt mit so einem Kandidaten nicht gut raus. Ich kann absolut verstehen, dass man sagt, im Gegensatz zu mir, aber bei mir ist es ein Gildenmitglied, von dem ich noch nie vorher gehört hatte. Ich kann verstehen, dass man sagt, nee, also natürlich nicht so ohne weiteres. Und wenn dann so eine Tirade losgeht,
keine Ahnung, wie man reagiert. Aber du bist jetzt auf der Ignore-Liste gelandet. Ich bin mal gespannt, was da noch rauskommt. Dass sich irgendwann wieder meldet und noch weiter tiltet. Weil die Situation habe ich halt auch schon erlebt, dass Leute, die über irgendwas angetiltet sind, teilweise Wochen später noch richtig sauer sind. Aber ich hoffe immer mal, dass das wenig mit der eigentlichen Situation zu tun hat, sondern hoffentlich mit irgendwas Temporärem, was denen über die Leber gelaufen und behebbar ist. Entschuldigung, denn wenn nicht, sehe ich so ein bisschen schwarz für deren Real-Life Mittel und vor allen Dingen langfristig. So, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt euer Onkel Barlow.